unser zweites Feindeskönnen. Ne? Jetzt können wir einen zweiten Typen mit der Feindeskönnen-Substanz ausrüsten und der sammelt dann natürlich auf eigene Fausttechniken, ist klar. Ne? Die hier hat noch gar keine Sterne. Die andere hatte schon zwei oder drei, was war das? Was man nicht machen kann, ist, einen, der ein Feindeskönnen hat, ist auf einen anderen Charakter anzuwenden und der lernt's dann. Es muss wirklich vom Gegner kommen. Das heißt, eine Technik, die man von einem Boss lernt, ist für alle nachfolgenden Substanzen verloren. Aber hey. Bisher haben wir unsere Techniken nur von normalen Mobs gelernt. Auf der Weltkarte. Das heißt, wir können auch zurückgehen und uns alle wiederholen und dann hätten wir zwei gleichwertige Substanzen. Sollte, mache ich vielleicht im nächsten Level-Video, je nachdem wann das liegt, ob das dann geht. Ist eigentlich auch scheißegal, weil kann man ja immer machen. Gut. Ja, erster Screen abgehakt. Wir haben schon eine Menge gekriegt. Ich meine, komplette neue Waffen, neue Substanzen. Hat schon was. Hier führt eine Straße ins Nirgendwo. Nein, nicht ins Nirgendwo. Was ist los? Der Aufzug ist wegen einer Inspektion zurzeit außer Betrieb. Weißt du, direkt unter uns befindet sich das U-Boot-Dock und der Unterwasser-Marco-Reaktor. Cool, was Junon nicht alles hat. Hm? Natürlich Hafenstadt. Ist natürlich klar, dass da viel Wasser und Hafen und Boote und U-Boote ist, ne? Kann ich schon verstehen. Aber, ja, U-Boot-Clown geht leider nicht, also, ne? Habt ihr gelesen? Aufzug ist kaputt. Oh mein Gott. Die drei großen Köpfe. Zeng, Reno und Elena. Ich schleich mich mal an. Sobald ihr meint, dein Job sei langweilig, fangt ihr an herumzualbern. Ja, gern doch. Die Sicherheit des Präsidenten ist gewährleistet, weil wir hier sind. Weil ihr hier seid? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ihr hier die Sicherheit des Präsidenten gewährleistet. Aber gut, das ist ja eure Arbeit und nicht meine, also, ne? Ich schweig dann einfach mal und mach meinen Job. Häuser ausräumen und so. Bitte, komm mal rein. Willkommen. Hm, okay. Bitte geht zur Theke. Ja, will ich ja. Lass mich halt durch. Es gibt viele Läden in Junon. Wenn wir es nicht tun, können wir nicht konkurrieren. Aber mich wurmt... Mädel, lässt du mich mal in Ruhe? Mich wurmt, dass die Mädels mehr verdienen als ich. Hm, gut, das kann ich verstehen. Hier gibt's Substanzen old-fashioned, sag ich mal. Vielen Dank. Okay. Klar, er hat ja auch kein Geld für gute Substanzen, weil das Geld geht alles an die Mädels. Ich war mal ein Soldat. Nachdem ich ging, habe ich diesen Laden eröffnet. Aber um die Wahl zu sagen, wäre ich lieber unten im Laden. Ja, du bist auf die Mädels, du alter Knacker. Zubehör. Hier kann man Zubehör kaufen. Schützt vor Dunkelheit und Schlaf. Da ich finde, so ein Ding zu haben, schadet nie, werde ich jetzt mal so langsam ein bisschen enger werden mit dem Geld und mir trotzdem die beiden kaufen. Klar, man findet irgendwann auch mal welche, aber schaden kann es nicht. Ne? Ich meine, wenn da mal irgendwo Gegner auftauchen, die mich mit Schlaf belästigen, bis dann Grout hinaus, dann wird mir das bestimmt danken. Ey, dich kennen wir. Dich kenne ich. An dich erinnere ich mich. Der Shinra-Manager aus dem Zoo. Es ist so eine Schande. Und sie haben mir gesagt, sie hätten mich für diese Reise in ein 5-Sterne-Hotel gebucht. Gut. Ich kenne mich in Junon zwar nicht aus, aber das hier ist kein 5-Sterne-Hotel. Das ist eine Kaserne. Wir haben jede Menge Items gefunden. Das Ding hier zum Beispiel. Angriff 12 Shinra, ein 35. Soldat. Das Ding kann man benutzen einfach wie eine Granate und dann macht es ein bisschen Schaden. Das ist ein schlechter Witz. Ich will, ja, ne? Ansonsten haben wir hier noch ein paar andere Sachen gefunden. Hier sind unsere Zubehörs. Wo ist denn der Kram? Da! Die ganzen Status-Items. Ich hab doch gesagt, ich mag Cloud, ich bin da total parteiisch, ich fütter den damit, bis er aus allen Nähten platzt. Und dann vergesse ich es auch nicht. Üblicherweise ist es so, wenn ich mir denke hier, ach komm, das verteilst du später auf deine Charaktere und dann bin ich irgendwann auf CD3 und denke mir, hey, wo kommen die denn her? Oh, hallo, wir haben zurzeit nichts Besonderes hier. Ich habe die letzte Bestellung etwas verpfuscht, aber du kannst dich gerne umschauen. Bestellung verpfuscht, oh. Das sind die Waffen, die wir in Kalm bekommen haben. Ja, gut.
Die brauchen wir wohl wirklich nicht mehr. Aber der Laden ist hübsch. Ist das ein Kühlschrank mit Bierflaschen drin? Sieht fast so aus. Gut. Damit hätten wir dann Junon abgegrast. Zumindest diese Zeile. Davon gibt es noch 6 weitere. Nein, das war ein Scherz. Es gibt natürlich keine 6 weitere solche Straßen. Da würden wir ja blöd werden bei. Wenn doch, werde ich sie nicht offscreen zeigen. Nicht onscreen zeigen. Nein, wir wollen zum Hafen und da sind wir jetzt. Also gut, es ist Zeit. Achtung! Wow, schnell, schnell. Präsident Rufus ist eingetroffen. Das ist es. Empfang mit militärischen Ehren in Junon. Macht es richtig, macht es mit Enthusiasmus. Fertig. 3. Je nachdem, wie viele Punkte wir hier kriegen, kriegen wir am Ende ein Item. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich weiß, die guten Sachen waren entweder eine Waffe für Cloud oder eine irgendeine Substanz. Ich habe vergessen, was für eine. Deswegen werde ich jetzt einfach mal machen und dann sehen wir ja, was bei rumkommt. Oh, ist das schön. Perfekt synchron. Okay, das nicht. Aber das. Hoppla. Jetzt dachte ich gerade echt, ich hätte... Oh, fuck. Das war nicht gut. Jetzt ein starker Endspurt. Was? Ja, gut. Die Stelle verkacke ich immer. Ich weiß nicht, was die da von mir wollen. Ich drücke dann immer Kreis, um das Textbox wegzukriegen. Dann tut er irgendwas und alles ist falsch. 140 Punkte ist trotzdem, denke ich mal, nicht schlecht. Und ich möchte anmerken, dass unser Haushund da uns beobachtet. Gut gemacht. Macht weiter so für Shinra Inc. Na, immer noch schlechte Laune? Haust du jetzt einen nach dem anderen aus den Socken? Oh nein, du lachst sie an. Wenn jetzt einer umfällt, ist der Mundgeruch schuld. Ach, hör, hier ist ein Sonderbonus für dich. Ein Zeichen der Güte des Präsidenten. Vergiss es nicht. Superstähler. Nice. Gefällt mir. Und unseren geht auf Tauchstation. Gut, kann ich verstehen. Wenn es bekannt ist, dass Sephiroth hier ist, werden Cloud und seine Freunde auch hier auftauchen. Wir zermalmen sie, sobald wir sie finden. Sie dürfen uns nicht in die Quere kommen. Überlassen Sie das mir, Sir. Ja. Hab ich dir nicht gesagt, nicht mehr so blöde zu lachen? Oh weia. Ja. Oh mein Gott. Ich würde gern mit auf das Boot. Da sind auch meine anderen Kollegen drauf. Ich fände das echt cool. Wirklich. Okay, wegtreten. Das war knapp. Wir können jetzt mit den verschiedenen Tasten verschiedene Gesten machen. Finde ich ausgesprochen lustig. Die. Mit Kreis geht natürlich der Text weiter. Mit den Pfeiltasten zappeln wir so ein bisschen. Weil Hojo verschwunden ist und ein Rücktrittsschreiben hinterlassen hat. Oh. Heidegger wurde gezwungen, sich auch um diese Untersuchung zu kümmern. Hey, ich dachte, es hieß wegtreten. Oh mein Gott. Zappel, zappel, zappel. Ja, zappeln macht Spaß. Wir müssen etwas aufräumen, beeil dich. Ja, lass mich hier raus. So, Superstähler haben wir bekommen. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Auch wenn es ein bisschen rausgeschmissenes Geld ist. Denn das ist eine Waffe. Ich habe es erzählt. Manche Waffen haben einen besonderen Schlitz. Doppelte Verstärkung. Okay, das sollte ich... ja. Werde ich nachher ändern müssen. Ja. Die Substanzen, die jetzt hier oben drin stecken bei ihm, in den 3 Einzelslots, in seiner Waffe eben, die wachsen doppelt so schnell wie normal. Das heißt, wenn der Kampf 20 EP AP gibt, kriegen die 40. Das ist... ja, werde ich also gleich mal gucken, was für Substanzen gefallen mir besonders oder welche haben das Training nötig. Wir überqueren das Meer zum neuen Kontinent, selbst wenn wir Shinra-Uniformen tragen. Leben zum Beispiel braucht zwar eine Menge AP, werde ich aber nicht reintun, weil es sich nicht lohnt. Es dauert so ewig und selbst wenn ich mir jetzt Leben 2, also die
Leben 1 belebt normal, Leben 2 mit vollen HP. Selbst wenn ich mir Leben 2 so früh hole, kann ich es doch nicht zahlen von den MP. Beziehungsweise ich mache es und dann ist dein Charakter OOM. Das bringt's nicht. Dann mache ich lieber Leben plus eine Heilung hinterher. Das reicht 90% der Fälle eh. Sag ich mal. So. Und wir sind jetzt halt auf dem Schiff. Äther erhalten. Da ist eine Substanz und ein Depp steht uns im Weg. Oh, der Depp ist Yuffie. Ah, darum hasse ich Schiffe. Hey Cloud, hast du Beruhigungsmittel? Yep, da. Danke. Ah, ekelhaft, ist das bitter. Wo sind die anderen? Ich weiß nicht, verstecken sie sich nicht irgendwo hier? Wie soll ich das wissen? Okay, das hat nicht geholfen. Gut, die anderen sind also auf dem Schiff, sagt sie. Und wir müssen sie finden. Ich arbeite schon verdammt hart und du willst, dass ich noch mehr tue? Der neue Präsident ist vermutlich auch nicht anders. Er wird uns eh nur rumkommandieren. Gut, du bist keiner. Hey, ich bin's, Eris. Hey Cloud, hast du das Luftschiff in Junon gesehen? Ich habe gehört, dass es groß sein soll. Aber ich dachte nicht, dass es so groß sein würde. Das ist wirklich ein Ding. Glaubst du, ich könnte auch rauf? Das ist ein Luftschiff von den Shinra. Es ist persönlich für den Präsidenten. Es ist vielleicht wirklich nicht so das Top-Ziel. Das ist eine Waffe von den Shinra. Wir hätten sie zerstören sollen. Einmal würde ich gern mitkommen. Ja, schauen wir mal. Bauen uns ein eigenes. Hey, mach dich an die Arbeit! Sowohl der neue Präsident Rufus als auch Heidegger befinden sich an Bord des Schiffs. Wenn wir gut sind, werden wir befördert. Die Shinra sind seltsam. Ja, wenn unsere Soldaten gute Seemannsarbeit machen, dann befördern wir sie. Gut, wie du meinst. Ohren top. Wer bist du? Jawohl, Sir. Es ist alles ruhig, Sir. Aber weißt du was? Oh, es ist tiefer. Ich kann diese Uniform nicht ausstehen. Uniform, Soldaten, Krieg. All das kann ich nicht ausstehen. Sie nehmen dir all die Sachen und Menschen weg, die du liebst. Ich wünschte, sie würden alle verschwinden. Nicht wahr, Cloud? Weiß nicht. Cloud, diese Kleidung hat dich ein bisschen verändert. Gibt es Erinnerungen an die Zeit, wenn ein Soldat bei dir war? Ich hoffe nicht. Wer bist du? Was läuft hier so panisch rum? Könnte es Barrett sein? Präsident Rufus seine Männer befehlen.